Willkommen zurück. Let's Play oder Let's Multiplay hier im Landwirtschaftssimulator 2015 mit Smirnoff. Servus. Und Hidan. Hallo. Und dem Kim Jong Flo. Hallo, das bin ich. Ne? Der übers Feld wieder mal fährt. Der übers Feld gefahren ist, ja. Das wollte ich eigentlich nicht. Wir haben ja schon einige Parts gedreht, also einige Folgen zum Landwirtschaftssimulator hochgeladen, und wir haben jetzt hier eine weitere Folge, das zum einen, und wir haben eine Neuerung, und zwar, das haben wir jetzt gerade festgestellt, Helfer können jetzt düngen. Oh, das ist echt klasse, ist das. Das ist echt geil. So, zwar ist der Helfer noch ein bisschen doof hier gerade, sehe ich, weil ich das eine Feld auch falsch angefangen habe zu düngen. Der Feld ist ein bisschen kreuz und quer. Aber es hat auf diesem Feld hier vorne, wo Smirnoff gerade am bei der Saat schon ist, da hat es wunderbar geklappt. Und ja, Hidan ist gerade schon am Ernten. Ja, man muss auch hier dazu sagen, es ist verdammt schwer, ein Feld zu säen, zu gruppern oder zu pflügen, weil die Maschinen einfach rutschen. Ja. Extrem. Das ist wirklich extrem. Aber das ist eigentlich realistisch, wenn man es mal ganz streng macht. Ja, schon, aber nicht, wenn du mal leicht Gas gibst und dann vorne wegrutschst. Also das ist dann, boah. Ja. Als wärst du wirklich im Matschwitz zu fahren. So kommt es dir ungefähr vor. Übrigens, das ist jetzt, wie gesagt, gerade der Helfer. Ja, das stimmt, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist der Helfer, der hier wirklich Dünger streut. Und wir haben keinen Mod drin. Also wir haben zwar schon die Mods, die ersten vier. Rechte Maus. Rechte Maus. Rechte Maus? Ja, aussteigen. Ich soll aussteigen? Ja, da man sieht's. Da sieht's ja jeder. Ich hab's schon gezeigt. Der Helfer ist ja auch gerade fertig auf dem Feld hier schon. Achso. Ich kann es aber nochmal auf dem anderen Feld hier, wobei da geht's auch nicht. Also ich bin eben gerade ausgeschrieben, hab den Zuschauern nochmal gezeigt, dass man auch wirklich das so machen kann. Und was ich jetzt nochmal machen werde, ich werde jetzt noch einmal den Flug verkaufen. Das heißt, wir fahren jetzt mal hier auf Bjornholm zum Landhändler. Verkaufen den Flug, wenn ich den finde. Auch ein Gewicht, das Gewicht kannst du eigentlich auch noch verkaufen, was da liegt. Na, so viel, so nötig haben wir es nicht. Doch. So, jetzt muss ich aber der Flug ist irgendwo neben den Hühnchen-Ding, auf dem grauen Bereich da. Neben den Chicken Wings? Jetzt von dir aus rechts abbiegen. Ah, da. Rechten muss da irgendwo stehen. Und dann links. Ah, da steht er. Ja, jetzt habe ich ihn gesehen. Okay. Sehr gut. So. Da kann man eigentlich schon die ganzen Fruchtsorten alle verkaufen. Die ganzen Fruchtsorten? Ja, die wir haben. Im Lager haben, ja. Ich hole das, deswegen wollte ich gerade losfahren zum Händler, weil ich mir einen zweiten Hänger kaufen möchte. Okay. Ja. Nicht lieber einen Ladewagen, dann können wir gleich das Stroh aufsammeln. Doch, stimmt, aber Ladewagen ist sehr teuer, ne? Der kostet 26.000, glaube ich. Oha, ich brauche hier für den Flug brauche ich auf jeden Fall ein Gewicht vorne dran. Sag doch. Alter. Also 27.000 kostet der Ladewagen und einen kleinen Kipper, also kostet 7.200. Okay. Smirnoff, die Seemaschine, die du da gerade fährst, da? Ja. Kann sogar seit neuestem sogar Rüben jetzt noch sehen. Die kann alles, kann die machen. Nein, bis auf Kartoffeln. Bis auf Kartoffeln, ja. Na gut, Kartoffeln kann man immer nur mit der Kartoffellegemaschine. Ja, ich meine auch noch, das ist ja auch schon ein Fortschritt, dass so ein Ding auch Rüben schon machen kann. Mhm. Vor allen Dingen, ich lese hier: Hier ist Weizen, hier ist Gerste, hier ist Gras, hier ist Mais, hier ist Rüben. Das andere soll Raps, glaube ich, sein. Das Symbol. Ja, die Blumen sollen Raps darstellen. Ach du Scheiße. Blümchen. Hab ich mir auch gedacht, die schönen Tannenbäume. Ja, die schönen Tannenbäume, jetzt sind es nur noch Blümchen. So, ich fahr jetzt mal zum Shop rüber. Der Papa muss shoppen gehen. Und ihr könnt hier fleißig weiterarbeiten. Ja. Maschinen sind so teuer, die wir haben. Dich, ja. Was, Kinderarbeit? Nein, ich sag, so kennen wir dich ja. Achso. Kinderarbeit, what the fuck? So, jetzt mit dem Spiegel hatten wir auch schon mal gezeigt. Ist auch wunderschön, wie ich finde. Und aber nee, stimmt, Kinderarbeit mache ich nicht. Also bei mir fangen auch schon die Babys an zu arbeiten. Ja. Ja, mein Bruder hat auch schon gesagt, er hofft endlich, dass seine Kinder alt genug sind, dass sie draußen die Hecke schneiden können. Ja. Dabei sind die erst mal 4 Monate alt. Ja, ab 6 Monaten geht das. Da können die auch mal anfangen, Hecken zu schneiden. Da können sie übereinander schneiden. Ja. Doch Kinderscheren. Genau, es gibt doch Kinderscheren. Ja, ja. Stellst die Kinderscheren an der Hecke dran. Marktlücke, Kinderheckenscheren. Ich weiß nicht, ob das so gut ankommen wird. Ach, es gibt Länder, da wird das bestimmt gut ankommen. Ja, stimmt. Also bitte nicht böse nehmen, liebe Elternteile, die hier was zugucken. Wir mögen Kinder.
Wir schaffen nur keine ganzen. Ne? Sag ich. Der da auch noch fast auf meinem Feld, der hier dann ja. So, wir sollten auch nochmal dran erinnern, ne? Bei 1000 Abonnenten, ne, mache ich hier ein Let's Play im Bikini. Ja, genau. Das hoffentlich ohne angeschaltete Kamera. Nein, die Kamera ist angeschaltet dabei. So, was kostet denn die Ladewagen? 27.000. Habe ich. Ich könnte den Euroboss, könnte ich. Gras, Heu oder Stroh. Welcher Euroboss? Der Euroboss 330T. Ladewagen. Der Boss. Den Bergmann können wir uns noch nicht leisten. Ja, ja. Der Euroboss. 27.000. Ja. Hab doch gesagt. Hey, du hast gesagt, was? Was für ein? Ich hab den Euroboss für 27.000, hab ich doch gesagt. Echt? Ja. Okay. Oh, was ich auch sehr schön finde, wenn du die beim Händler jetzt kaufst, da ist jetzt hier eine Stützbremse drin, damit er nicht wegrollt. Das finde ich auch extrem genial. Oh, ich bin voll. Gut, der hat unseren Reifen gerade aufgespießt, ein bisschen. Aber naja, das sehen wir jetzt einfach. Da sehen wir mal drüber weg. Unten steht der Hänger, da musst du mal hinfahren. Der ist gerade. Ich wollte eigentlich noch einen zweiten Hänger kaufen, aber... Ja, holen wir erstmal den Ladewagen. Mache ich jetzt gerade. Traktoren sind unglaublich teuer im Unterhalt. Ja. Der Deutz fährt 460 Euro. What the fuck? Oh. Na gut. Mist. Wir müssen noch 2-3 Tage auskommen damit. Bevor wir uns einen neuen kaufen können. Ja. Ja. Wir sollten dann als allererstes die Traktoren, denke ich mal, austauschen. Ja, definitiv. Vor allen Dingen, die sind ja eh ziemlich schwach. Naja, der Deutschfahrer, der geht eigentlich. Der ist teuer im Unterhalt, ne? Ich weiß gerade, wie oft du dabei warst, Simon, auf dem Channel noch. Ich hatte ja den nächstgrößeren Grupper geholt gehabt. Die schaffen die nicht, die Trecker. Schaffen die auch nicht. Wenn du einen Helfer einstellst, dann schleicht er mit so 0,5 km/h übers Feld. Wunderbar. Ja. Ich würde sagen, dann ist unser erster Traktor entweder, obwohl der ist auch sehr teuer, der same. Ich würde sagen, einfach der Puma, der hat 160 PS, kostet 130, oder der T6, den kann man sich auch noch holen, aber die sind beide gleich eigentlich. Außer, dass der T6 ein bisschen elegant im Unterhalt ist. Ja. Mir ist übrigens aufgefallen, also ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, wenn man bergauf fährt, dann sind die Maschinen jetzt wesentlich langsamer. Ja, das ist gut. Dann also verlieren richtig an Geschwindigkeit. Könnte meinen, das Spiel wird realistisch. Ja. Ich bin so dreckig. Ja, ich auch. So. Guck mich mal an. Ich bin mal gespannt, wie dreckig die noch werden. Aber ich glaube, dreckiger werden die nicht mehr. Nee, ich glaube... Ich glaube Maximum. Also ich glaube, dass du die gar nicht mehr siehst, das geht, das funktioniert glaube ich nicht. Noch nicht. Gar nicht mehr siehst, gerade auf Feldchallenge siehst du nicht mehr. Wo ist der Traktor hin? So, dann wollen wir Ballen sammeln hier. Also beziehungsweise nicht Ballen sammeln, sondern Stroh sammeln. So, erstmal klappen wir das ganze Ding hier runter. So, der eine Hälfte da oben ist auch fast fertig. Halbes Feld hat er schon. So, das Ding angeschmissen. Was sieht man, wenn ich mich eigentlich vom Helfer stelle? Ah, er hält an. Okay, sehr schön. So. Und wir sammeln fleißig. Mit 25 km/h sammeln wir das Zeug hier ein. Upsala. Weg von meinem Feld. Busch. Bin ich ja schon. Keine Sorge. Ich muss mal gucken, ob was neben dem Feld liegt, ob du das auch einsammeln kannst. Ja. Komischerweise, ich sehe noch nicht, dass du was hinten drin hast. Ach, das liegt ganz wenig auf dem Boden. Kriegst du nur da raus? Aus einer Bahn. Ich habe jetzt 1700. Also 1800 hatte ich und am Ende der Bahn habe ich 2700. Also du kriegst ungefähr 800, 900. Ja, so wenig aus. Wie viel Prozent ist denn das voll? 14%. Was? Ja. Ja, mal spannend, jetzt wenn ich 16% voll ist, wie es dann aussieht. Ja, ich auch. Aber auf jeden Fall ist Dynamic Pipe funktioniert und die funktioniert im Singleplayer, sieht das sogar noch geiler aus als im Multiplayer. Ich weiß nicht, ob sie es im Multiplayer jetzt geändert haben, ob das weniger ist im Multiplayer. Aber ich habe es jetzt nochmal im Singleplayer nochmal getestet und im Singleplayer habe ich es extrem gesehen. Okay.
Ja. Wir müssen es ja nochmal testen. Es kann natürlich sein, dass ich gestern irgendwie aufgrund der späten Uhrzeit, also eigentlich war es ja heute Nacht, war es ja, um genau zu sein, dass ich da so ein bisschen nicht mehr kein Auge mehr drauf hatte. Das kann auch sein. Ich habe es aber vorhin im Singleplayer richtig gesehen. Und wir wurden übrigens gefragt, auch von einem Zuschauer, ob die Reifenspuren, ob die bleiben oder ob die nach einer gewissen Zeit weggehen. Die verschwinden nach einer gewissen Zeit. Das steht definitiv User fest. Left your channel. Da ist Gang. Und zwar sieht man das bei mir jetzt schon. So, wenn du jetzt gerade mal in den Helfer einsteigst. Wir haben 7.05 Uhr. Ja. So, steig mal ein. Ich bin gerade drin. Ja, stimmt. Ich sehe es gerade. Bei mir verschwinden noch gerade die alten Spuren. Ja, entweder verschwinden die in einer gewissen Uhrzeit, in einer gewissen Zeit, oder sie verschwinden, weil zu viele Reifenspuren auf der Karte gemacht worden sind. Das ja. kann auch sein. Ja. Ist ja auch gut. Das würde wie Hinz und Kunst hier aussehen. Ja, stimmt. Vor allen Dingen, man muss ja auch sagen, die Traktorenspuren sehen nicht schlecht aus, aber fahrt mal im LKW. Der LKW, der frisst sich richtig rein in den Boden. Zum Beispiel in den Acker, das siehst du extrem. Stimmt. Ja. Und wenn er jetzt auch richtig einsinken würde, das wäre auch die nächste Stufe. Oh ja. Dann hätten wir aber Sprinters. Ja. Nein, dann hätten wir LS17. Wo ich mich drauf schon freue, auch LS17. Ja, ich spiele erstmal LS15. Du hast doch nicht mal 5% von LS15 gesehen, wird jetzt schon den 17er haben. Ja, klar, weil ich schon gesehen habe, was es im 15er Teil alles Geiles gibt. Also freue ich mich doch schon auf den 17er Teil, ist ja logisch. Dann freue ich mich schon auf den 19er Teil. Ja, genau. Ja. Aber es wird kein 19er Teil geben. Wieso? Weil es erst den 18er Teil gibt. Nein, der 18er Teil gibt's nicht, da kommt dann das HD Remake vom 13er, weil er so erfolgreich war. Ja. Das kann natürlich auch sein. Oder vom 15er, weil er so erfolgreich war. Oder vom LS7. Oder 11. Du meinst LS8. LS8, LS9. Ja, genau. Mein. Habe ich was anderes behauptet? Alles Lügen, schneide ich nachher raus. So, der Ladewagen ist zu 44% also, voll. Also, ich habe mal geguckt, nach 2 Minuten verschwinden sie. Na, okay. Sehr schön, 2 Minuten brauchen sie also. Ungefähr 2 Minuten, ja. Das ist eine gute Info, sehr schön. Was macht Hita denn? Also, lieber DJ Sky 332. So ungefähr 2-3 Minuten, wie du es selbst geschätzt hattest. Stimmt, das hat er eigentlich ganz gut geschätzt, ne? Ja. Ist gut, dass du es nochmal gesehen hast, wie der hieß, derjenige. Ja, ich kümmere mich um meine Zuschauer. Unsere Zuschauer, ja? Ja, unsere Zuschauer. Tut mir leid, unsere Zuschauer. Nein, nur meine. Immerhin wollen die mich ja wahrscheinlich auch schon nackt sehen. Ich sehe es ja kommen. Unbedingt. Ich denke, es geht um Bikini, nicht nackt. Also ja, Bikini. Wird's dann jetzt noch? Das ist die nächste Steigerung. Ja. Nein, Quatsch. Das können wir nicht machen, tut mir leid. Nee, das können wir echt nicht machen. Oh, Jugendschutzgesetz, das müssen wir beachten. 98%, wo ist denn das Silo eigentlich zum Abladen? Ach, da hinten sehe ich schon. Das ist ein ganz großer Turm, also wenn du den irgendwo siehst, dann, naja. Dann brauche ich eine Brille, ne? Nicht nur eine. Ja, jetzt habe ich ihn auch gesehen. Aber so schön, ihr macht das mit dem Mähdrescher. Du kannst jetzt auf Gas geben, wie du willst. Schneller als 7-8 km/h fährt er nicht. Ja. Ja, weil du das Mähwerk angeschaltet hast und ja, ist automatisch drauf. Zumindest wenn es abgesenkt ist. Das ist auch bei den anderen Maschinen, Sämaschinen, und die fährt so ja, langsam, wenn sie abgesenkt so, ist. Ja, vollkommen richtig. Ja. Man muss sich halt nur jetzt erstmal umgewöhnen. Naja, ich habe mich schon umgewöhnt, finde ich. Also ich gerade die letzte Bahn gemacht. Oh, da haben wir die Aufnahme ja auch schon fast wieder fertig. Stimmt. Ja, 14 Minuten. also, ne? Noch eine Minute haben wir noch. Ne? Nicht so hektisch. Nicht so hektisch hier, mein junger Freund. Der junge Padawan hier. Auf jeden Fall, wenn ihr wollt, dass wir ein paar Mods für euch testen, gerne, kein Problem, schreibt euch an. Schreibt euch an! Schreibt uns an und wir werden sie dann gerne für euch testen und angucken. Und einfach mal gucken, genau. Wie die Mods so sind. Aber das Gute ist beim Abfahrer, du musst die Geschwindigkeit runterdrehen beim Abfahrer, sonst funktioniert das nicht. Ungefähr 10 km/h.
Ja, aber ich habe mein Tempomat auf 37 gestellt, habe ich jetzt keinen Bock runterzustellen. Genau, also wenn wir Mods testen sollen, wie ich es immer schon sagte, sagt Bescheid. Ja, hup, hup, ey. Ich kann auch hupen hier. Mit den Kinderhupen hier. Ich habe Kinderhupen. So. Ich hab dafür eine Warnblink. Ha. Ich nicht. Ja, was machen wir denn im nächsten Part? Was gucken wir uns im nächsten Part an? Ich glaube, ich kaufe eine Kettensäge. Dann kaufen wir uns. Wer will jetzt schon mit Bäumen anfangen? Unglaublich, der Kerl. Ich habe immer. Also, ja, gut, den Scorpion King können wir uns ja noch nicht leisten. Wir spielen jetzt. Also, wir cheaten ja nicht, ne? Das muss man ja dazu sagen. Also, wir spielen richtig. Wir erwirtschaften alles selber. Richtig. Und kümmern uns. Die anderen haben ja nur gezeigt, was alles machbar war. Ja. und wenn ihr übrigens, wenn ihr auch Vorschläge habt, also, wenn ihr sagt, Jungs, irgendwie, macht doch mal das und das. Also, pflanzt zum Beispiel mal Hirse an. Ne? Ist zwar noch nicht möglich, vielleicht kommt es mal irgendwann als Mod. Dann machen wir das sehr gerne, dann sagt das einfach. Oder wenn ihr sagt, ey Jungs, ey, kauft euch mal 1000 Kühe, ne? Dann kaufen wir uns vielleicht auch 1000 Kühe, wenn das passt. Wir uns vorm Bankrott. Ja, ja. Ich bin immerhin Kim Jong-Flo, ne? Ich krieg überall Kredite. Nein, aber wir erwirtschaften dann das Geld so, dass wir uns dann diese 1000 Kühe theoretisch leisten könnten. Und ja. Aber einen Vorschlag werden wir niemals annehmen, 1000 Hühner zu kaufen. Ja, nee. 1000 Hühner, nein. Nein. 1000 Schafe, nur ja, 2000, Hühner, aber keine 1000. 2000 Hühner, ja. 2000 Schicksal. Ja. Auf jeden Fall in diesem Sinne. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.